Das Opfer der Vollendung. Hebräer Kapitel 10, Verse 9 bis 14. Dann aber sprach er: Siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Die sogenannte kirchliche Lehre von der Eucharistie ist eine rein katholische Lehre und hat mit dem Gedächtnismahl, Herrenmahl oder auch Abendmahl genannt, im biblischen Sinne nicht wirklich viel zu tun. Eine Wandlung, wie die römisch-katholische Kirche lehrt und glaubt, findet hier nicht statt. Das würde ja bedeuten, dass Jesus Christus immer wieder und bei jeder Wandlung erneut stirbt und geopfert wird. Dass also diese sogenannte Wandlung dazu führt, dass Wein tatsächlich zu Christi Blut und Brot tatsächlich zu Christi Leib wird. Aber es war ein einmaliges, unwiederholbares Opfer. Die Abendmahlfeier ist ein Gedenken und Erinnern an die tödliche Liebestat Gottes in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha zur Vergebung der Sünden, ein für allemal. Mit dem Brot gedenkt man des zerbrochenen und geschundenen Leibes Jesu, und mit dem Wein, Traubensaft, gedenkt man an das kostbare Blut des Heilands, das zur Vergebung der Sünden geflossen ist. Es werden nicht viele Dinge in der Bibel kostbar genannt, das Blut Jesu aber an allererster Stelle. Das lesen wir in 1. Petrus Kapitel 1, Verse 18 und 19. Da heißt es: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das ist allen echten Christen vorbehalten, die sich als Erlöste und Begnadigte verstehen, die eingesehen haben, dass sie diese Vergebung, dieses Blut Jesu Christi ganz dringend brauchen und die dann entsprechend bei der Abendmahlfeier Gott im Gebet und in diesem Zusammenkommen vor dem Kreuz Christi Gott von Herzen für die Erlösung danken, für seine Hingabe, für seinen Kreuzestod, für sein vergossenes Blut. Und dafür beten wir ihn an und dafür loben und preisen wir ihn, dass er dies alles einmal vollbracht hat. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 11, 23 bis 25: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl ist auch ein Erinnern an die Verheißung des erneuten Kommens von Jesus Christus, aber diesmal in Macht und in Herrlichkeit. Es ist ein Gedächtnismahl. Wir sollen uns daran erinnern,
dass das Kreuz und das Blut der Mittelpunkt unseres Glaubens des Evangeliums ist, und das müssen und dürfen und sollen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen und uns nicht zu viel mit anderen Dingen beschäftigen, die zwar auch nicht unwichtig sind, aber niemals der Mittelpunkt des Glaubens sein können. Das ist und bleibt Jesus Christus als den gekreuzigten Sohn Gottes. Ohne sein vergossenes Blut und seine Liebestat, ohne die Vergebung der Sünden, ohne dass er sich freiwillig hingegeben hat als Lamm Gottes, ohne das alles gäbe es keine Erlösung und wir wären ewiglich verloren. Deswegen geht nichts über das Kreuz und über das Blut, und darum sollen wir auch regelmäßig immer wieder daran denken und das nicht gering achten oder als etwas ansehen, was nebenbei irgendwie mitläuft, denn das ist es ganz und gar nicht. Die Glaubenstaufe ist, auch ebenso wie die Abendmahlfeier, ein Bekenntnis für die sichtbare und die unsichtbare Welt, dass man nämlich zu Jesus Christus gehört als ein teuer erkaufter Gläubiger und man dadurch zu einem Kind Gottes wurde und zu einem Erlösten. In seinem Bibelkommentar zum Eingangstext schreibt William MacDonald Folgendes: Dann sieht der Verfasser die bedeutsame Tatsache, dass sofort nach Gottes Erklärung über sein Missfallen mit der alten Ordnung der Messias gewissermaßen hervortrat, um das eine zu tun, das dem Herzen des Vaters wirklich gefallen würde. Die Folgerung, er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten, das heißt, er verwirft das alte Opfersystem, das durch das Gesetz bestimmt wurde, und führt sein eigenes großes Opfer für die Sünden ein. Der Gesetzesbund zieht sich an den Rand der Bühne zurück, während der neue Bund in die Mitte tritt. Durch diesen Willen Gottes, dem Jesus ausgesprochen gehorsam war, sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. George Landes kommentiert: Es handelt sich um eine stellungsmäßige Heiligung wie im gesamten Hebräerbrief mit Ausnahme von 12,14, und sie gilt für alle Gläubigen, 1. Korinther 6,11, und nicht nur für einige fortgeschrittene Christen. Sie wird durch den Willen Gottes und das Opfer Christi hervorgebracht. Wir sind von Gott und für Gott auserwählt. Wir dürfen es nicht mit dem fortschreitenden Werk der Heiligung durch den Geist Gottes verwechseln, das an den Gläubigen durch das Wort geschieht. Johannes 17,17-19, 1. Thessalonicher 5,23. Der Dienst jedes aaronitischen Priesters wird nun dem Dienst Christi gegenübergestellt. Die Ersteren mussten täglich ihre Pflichten erfüllen. Es gab in der Stiftshütte oder im Tempel keine Stühle. Sie konnten nicht ruhen, weil ihr Werk nie vollendet war. Sie brachten oft dieselben Schlachtopfer dar. Es handelte sich um eine unendliche Routine, die Sünden nicht betraf und das Gewissen ohne Erleichterung ließ. Diese Opfer konnten niemals Sünden hinwegnehmen. Aaron, so schreibt A.B. Bruce, war zwar eine wichtige Persönlichkeit im levitischen System, doch war er nur ein priesterliches Arbeitstier, das Zeremonien vollführte, die keinen echten Wert hatten. Unser Herr brachte ein einziges Schlachtopfer für Sünden dar, kein anderes ist je wieder nötig. Nachdem er das Werk der Erlösung vollendet hat, hat er sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. In diesem Vers kann die Zeichensetzung verschieden sein, so dass sich das Wort für immer auf verschiedene Worte bezieht. Es heißt, entweder dieser aber hat für immer ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, oder aber er hat sich für immer gesetzt. Beide sind richtig, doch wir sind der Ansicht, dass die letztere Möglichkeit die richtige Interpretation ist. Er kann für immer sitzen, weil der riesige Anspruch der Sünde erfüllt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes auf dem Ehrenplatz, der seine Macht und die Zuneigung, die Gott für ihn hegt, zeigt. Man mag hier einwenden, dass er nicht für immer sitzen kann, weil er sich eines Tages zum Gericht erheben wird.
Doch dies ist kein Widerspruch, soweit es um ein Sündopfer geht, sitzt er für immer. Was jedoch das Gericht angeht, sitzt er noch nicht für immer. Er wartet, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße, bis zu dem Tag, an dem sich jedes Knie vor ihm beugen wird und jede Zunge ihn als Herrn der Herrlichkeit Gottes des Vaters anerkennen wird. Philipper 2, 10 bis 11. Dies wird der Tag seiner öffentlichen Rechtfertigung auf Erden sein. Den überragenden Wert seines Opfers erkennt man an der Tatsache, dass er die, die geheiligt werden, für immer oder auf ewig vollkommen gemacht hat. Die, die geheiligt werden, und sind hier alle, die von Gott aus der Welt ausgesondert worden sind. Das heißt, alle echten Gläubigen. Sie sind auf zweifache Weise vollkommen gemacht worden. Zunächst haben sie eine vollkommene Stellung vor Gott. Sie stehen vor dem Vater in aller Annehmlichkeit seines geliebten Sohnes. Zweitens haben sie ein vollkommenes Gewissen, soweit es die Schuld und Strafe der Sünde betrifft, denn sie wissen, dass der Preis voll und ganz bezahlt worden ist und dass Gott keine zweite Zahlung verlangen wird. Soweit. Ein Kind Gottes ist man und wird es nicht immer wieder. Ebenso ist man auch einmal erlöst und gerecht gemacht worden durch das eine ewig gültige Opfer am Kreuz von Golgatha, durch Gottes Sohn Jesus Christus. Man kann das als von neuem geborener Gläubiger nicht mehr verlieren, noch erneuern oder nur mit begrenzter Haltbarkeit erlöst sein. So eine Einstellung würde Gott und sein einmaliges Opfer entehren und in Frage stellen. Was wir allerdings tun können als Christen, ist in dieser sicheren Erlösung leben, ganz praktisch und nicht nur sonntags im Gottesdienst oder während der Abendmahlfeier. Es ist der Wille Gottes, dass wir auch geheiligt werden. In 3. Mose 11, 44 steht, denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und nur ein Heiliger kann auch geheiligt werden. Das ist kein Widerspruch, aber besagt eben, dass man sich auch bewähren muss in seiner neuen göttlichen Stellung. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man, wie die damaligen Pharisäer, nur ein übertünchtes Grab voller Knochen und Unreinheit darstellt. Matthäus 23, 27. Aber wenn man ein von neuem geborener Gläubiger und Christ ist, dann wird man kein Pharisäer werden und sein können, sondern dann wird einen der Geist Gottes auch immer wieder zu dem hinführen und voranbringen, was Gottes Wille ist, der dann auch letztlich das Wollen und Vollbringen gibt, und man will als Kind Gottes, als neugeborener Mensch von oben auch das tun, womit Gott zufrieden ist, und man will nicht sündigen, man will Gott nicht enttäuschen, man will auch sich selber und andere nicht enttäuschen, auch wenn es immer wieder passiert, aber man hat ein Gewissen in dieser Richtung, auch tatsächlich ein Leben zu führen, was Gott ehrt. Gutes tun möchte man gerne und seine Gaben gebrauchen und einsetzen, für andere auch beten, für andere da sein, einfach seinem Glauben, seiner Freude, seiner Erlösung auch Ausdruck verleihen durch einen guten Wandel, einen gerechten Wandel, dadurch, dass man sich auch Mühe gibt und eben nicht nur in den Tag hineinlebt und meint, ich bin erlöst und kann jetzt tun und lassen, was ich will. Das wäre eine falsche und verkehrte und letztlich unwürdige Einstellung. Glücklicherweise sorgt Gott für unsere Heiligung durch Jesus Christus, der eben nicht nur für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, sondern uns dadurch auch die Tür zur Heiligung geöffnet hat. Das müssen wir nicht selbst leisten, aber wir müssen Bereitschaft und Gehorsam und Glauben zeigen und investieren und die Dinge, die mit uns passieren, auch aushalten und annehmen, nämlich die Erziehung Gottes oder dass wir eben auch von Gott auf manches aufmerksam gemacht werden. Es ist die Voraussetzung, um Gott zu sehen, diese Heiligung, diese Erziehung von oben. Und wenn Gott das sich selbst sozusagen auf die Fahne geschrieben hat, dass er das bei jedem seiner erkauften Kinder Gottes tun möchte, dann dürfen wir uns geehrt fühlen, dass Gott sich so
viel Mühe gibt, so viel investiert, um uns zu dem zu machen, was ihm wohlgefällig ist. In Hebräer 12,14 heißt es: Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Alles, was in unserem Leben geschieht und worin wir uns aufhalten, dient letztlich der Ewigkeit und dem Leben im Himmel. Warum und wie und wodurch, das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Es gibt auf alle Fälle keine Zufälle. Das Ziel ist die Verwandlung in das Bild Jesu, die Sohnschaft und das Ähnlichwerden mit dem Sohn Gottes. Dafür lohnt es sich auch, manches zu ertragen und an dem, was wir auch manchmal erleiden, innerlich zu wachsen und dadurch aber letztlich Gott zu ehren und für ihn zur Ehre Gottes ein wertvoller Mensch zu werden, nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf Erden, dass wir nämlich einander dienen, dass wir ein Zeugnis sind für unseren Glauben, für unseren Gott und dass wir uns um Gutes und Richtiges und Wahrhaftiges bemühen, jeden neuen Tag. Gott gebe euch Kraft dazu und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Amen.